Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Es regnet, die Jungs da hinten sind mittlerweile weitergezogen. Es ist trotzdem noch morgens. Hier unten sieht es ziemlich übel aus. Und ich gehe. Ich verlasse diesen Ort. Ja, ich habe mir gerade eine Pause überlegt. Ich habe es ja auch schon im Abspann vom letzten Mal gesagt. Ganz zum Schluss, dass mir ein Ort eingefallen ist, wo wir denn eventuell unsere Ruhe haben werden. Und zu dem patsche ich jetzt mal einfach hin. Es kann sein, dass es erstmal ein bisschen weit ab vom Schuss ist, aber böser Feuermensch. So. Die Zähne. Aber nichtsdestotrotz, man hat zumindest dann erstmal einen Punkt, wo man sich halt regenerieren kann, wo man eventuell auch was zu essen hat. Zumindest war das früher mal so. Aber es ist wirklich jetzt kein, ja, speziell toller Ort. Sicher hat man hier jetzt mehr Möglichkeiten, irgendwie was zu machen, aber oder sich zu prügeln. Hier ist natürlich die Action, aber wir haben ja diese Hütte hier und wenn es da Action ist, können wir halt in unser Zweithaus gehen. Gib mir deine Zähne. Und ich meine, wir müssen auch nach Kassetten suchen. Wir haben zwar jetzt unseren Walkman noch nicht, aber ich bin gespannt, wo wir die nachher auffinden werden. Ah, jetzt wir müssen ruhiger. Ich brauche nicht mehr so zu schreien. Die Hirsche, oder das Stammwild soll auch überarbeitet worden sein, hörte ich, las ich. Das sind alles so Punkte, die fallen mir dann auf. Ist mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen. Bei den Waschbären soll sie auch was geändert haben, wieder mit den Texturen, aber das sind eigentlich alles immer so Schönheitsdinger, die ja irgendwie gemacht wurden. Ach ja, Waschbären können jetzt auch die Bäume hochklettern. Und Karnickel und Waschbären entschwinden auch nicht mehr, wenn sie in der Falle sind. Wie im Patch davor. Ist mir auch nicht so aufgefallen, weil ich ja meistens die Karnickels nicht mit. Hier war eigentlich auch mal schön ruhig, ne? Oder relativ ruhig. Es kam zwar auch ab und zu mal vor, dass da ein paar vorbeigekommen sind, aber die waren, glaube ich, hier oben nicht ganz so aggressiv. Trotz der Dorfnähe. Ansonsten habe ich mir nämlich überlegt, natürlich hier ist natürlich gut was los, auch war es zumindest nur mit den Karnickeln und den Echsen. Aber eine Sache, wo ich dachte, wäre jetzt dahinter. Auf der Nachbarinsel. Auf dem Weg dahin. So, ich schlamm mich noch mal ein bisschen ein. Ein bisschen Fango soll ja gesund sein. Habe ich mich vorhin verguckt gehabt? Wird es Nacht? Nein. Quatsch, da geht die Sonne auf. Aber bis der mal reagiert. Ich habe quasi den Befehl ausgelöst, als das Karnickel direkt vor uns gesessen hat. So wie eben gerade. Und bis der endlich mal die Axt hochgehoben hat. Man haut man mal eben so aus dem Handgelenk irgendwie zu. Oh. Oh, steil. Mal gucken, was da einbauen, dass man hier richtig schön wegrutscht. Aber es ist natürlich da hinten ganz schön weit weg. Ich probiere es jetzt mal hier vorne. Das heißt, wo ich meinte, wo wir auch schon mal waren, dass man da doch relativ noch seine Ruhe hatte. Wie ist das hier mit Fischen? Hier nicht, aber da vorne war noch ein Fischteich. Denn mit Essen
Ja gut, ein Kanickel hätten wir da. Koffer müssten, glaube ich, oben auch im Dorf liegen. Gut, da müssen wir natürlich in so ein Dorf rein. Was ja auch nicht so ganz ohne ist. Und Rennen geht dermaßen auf die Kondition und auf die Energie. Wir scheinen jetzt auch neue Texturen von so einer Art Nebenboden zu sein. Und der ganze Hügel ist doch schon sehr steil geworden. Hier ist alles vollgeflankt mit Warnschildern. Ja, und hier haben sie irgendwie ziemlich geschlammt. Hier haben sie jetzt den ganzen Teich irgendwie weggemacht. Oder mit Absicht. Dass jetzt hier irgendwie kein Teich mehr ist. Super. Seerosen sind noch da. Aber verdammt wenig Echsen. Verdammt wenig Echsen, die hier unterwegs sind. Gott sei Dank, was ist das für eine riesengroße Schildkröte hier? Hier gerade so ein komisch schmatzendes Geräusch. Was aber mehr danach klingt, nach diesen Mutanten und nicht. Als wenn hier jemand am Essen ist. Ganz in der Ferne höre ich Eingeborene schreien. Scheiße. Achso, das war ein fliegender Tisch. Okay. Mich interessiert natürlich jetzt auch, was das mit den beschriebenen Tonbändern auf sich hat. Wenn es denn sowas überhaupt gibt. Es kann ja genauso gut sein, dass es halt wie mit den Pflanzen zwar beschrieben steht, dass man solche tollen Sachen machen kann, aber die Dinge an sich halt schon irgendwie noch fehlen. Der eine Typ hier vorne ist auch weg.
Da muss man die Leute hier irgendwie durchsuchen nach. Ich habe jetzt irgendwas genommen. Oder was? Das habe ich mir gerade gegriffen. Schmatzen noch ziemlich laut. Das Krakeelen von denen kommt auch näher. Okay, hinten kommt eine zurück. Die ich jetzt ja nicht unbedingt über den Weg laufen möchte. Ist die abseits gelegene Hütte, in die wir theoretisch auch wieder einziehen können. Ich glaube, er hat gemerkt, dass wir jetzt da drin waren. Muss aber nicht sein. Der kann auch so von sich aus da so rumbrüllen. Das weiß man nicht. Gut, ich versuche mal dieses Dorf ein wenig zu umgehen. Aber ich finde definitiv auch jetzt keine anderen Blumen. Wir haben wirklich bloß diese Coneflowers. Und Aloe Vera. Die anderen haben sie uns wirklich geklaut. Geschwatze hierher. Ich meine, kommt das Geschwatze von hier, nicht, dass es auf uns zukommt. Da stehen natürlich auch wieder genug von diesen Effigies rum. Hier jetzt wieder ganz viele von diesen Schirmdingern. Vielleicht zeigt es mittlerweile auch an, dass welche Eingeborenen jetzt in dieser Gegend hausen. Ich habe das Gefühl, dass das Schmatzen lauter wird. Es ist permanent so dermaßen dominant, dass das garantiert auch noch nicht so ganz ausgereift ist. Das Vogelgeräusch. Schön. Wir nähern uns jetzt natürlich auch einer Höhle. Wo diese Viecher früher immer herumpatrouilliert haben. Aber auch hier ist
nichts zu sehen. Obwohl ich mal noch das Gefühl habe, dass jetzt die Geräusche von denen... Also dass dieses ganze Geschmatz jetzt irgendwie lauter wird. Ja, bis ich wahrscheinlich gleich vor einem stehe, der mich sofort platt macht und das war's. Okay, ist das da? Okay. Mysteriöser Dank kommt der Schmatzen von hier. Mir war so, da ist er doch. Okay, läuft durch den Ort. Durch den Ort. Das Dorf meine ich. Hat er uns jetzt den Deck davon zu? Oder macht ihr unseren kleinen Freund platt? Okay, so einen großen da wieder als Haustier mitzunehmen, wird wohl nichts werden. Aber der macht sich jetzt auch nicht unbedingt an den... Oder? An den Mutanten ran. Oh, hat sie Federn, scheiße. Ein Kanickel kann ich ja noch fangen. Aber nichts an Echsen, nichts an Echsen, nichts an diesen Marigold, nichts an Chicory. Ist echt absolut mau, was jetzt. Oh. Das kann man auch nicht pflücken. Du nicht. Okay. Jo, bei dem wurde die Farbe verändert. Die leuchten jetzt nicht mehr ganz so stark. Ach nee, das sind die gar nicht. Welche waren das? Ist die? Nee, die lösen sich auch auf. Bei diesem Einkraut auf jeden Fall, was da auch so immerwährend ist. Verzeihung. Mir war gerade eine Echse unterwegs. Eigentlich eine gute Möglichkeit, würde ich mal sagen. Oder auch nicht.
Tag, Chef. Oh, Leute, Entschuldigung. Okay, das große Vieh ist auf jeden Fall noch da. Die Kopfwurm ist im Eimer. Aber sie scheinen jetzt auch nicht mehr so ins Wasser mitkommen zu können. Das ist schon mal was. Andererseits müssen wir auch wieder aus dem Wasser raus. Das war wohl nix. Aber nur schnell die beiden in die Hand nehmen und hoffen, dass die Energie nicht absackt. Weil ich jetzt auch schon fast das Gefühl habe, dass wir den Typ mit der Fackel hinter uns haben. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken, ob wir auch noch was zu essen finden, weil unsere normalen Vorräte ja doch etwas nahe gegangen sind und vor allem auch eine gute Rüstung werden wir nicht finden können. Mal gucken, ob es immer noch funktioniert, dass wir jetzt so gebückt an den Höhlenbewohnern vorbeikommen. Die eigentlich schlafen müssten, aber jetzt, warum ist hier nur einer? Thank you.
Wieso geht eigentlich scheiß Feuerzeug mal wieder aus, wenn man es gerade braucht? Hau zu! Der wäre festgefroren. Oh nein, die Axt. Sie wollte mal eben gerade wieder nicht hochgehen. Schade, dass wir die Zähne gar nicht. Ich sammle erstmal ein bisschen Zähne ein. Oh. Darf ich aber nicht zu lange machen? Schade eigentlich. Boah, können wir auf jeden Fall wieder gut bestücken. Aber ich glaube, Baumsaft haben wir ja gar nicht, also Harz. Gut, aber ansonsten, außer Geld finden wir, glaube ich, nichts. Oh, doch, eine Flair, aber die Flairgun, ja, mein Gott. Kann man mitnehmen, aber ich bin davon nicht mehr so überzeugt von dem Teil. Obwohl jetzt vielleicht wieder, das muss man halt sehen. Und hier kommen wir, glaube ich, jetzt zum Wasser. Also vorne zum Meer. Spotten jetzt schon. Geld, 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 aber ich brauche was zu essen. Essen und trinken wäre nicht schlecht. Ein Schädel, gut, eine Axt. Nehmen wir auch. Seine Schlagfähigkeit ist momentan wirklich scheiße. Könnte der Kollege auch schon mal besser. In die Hocke gehen? Ja. Einfach mal, dass hier auch mal was zu essen gab. Aber das war dann noch weiter hinten. Da, wo die anderen Mutanten rumlaufen, da habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch keinen Bock hinzugehen.
unten, glaube ich, auch genau. Ach nee, die kann man. Ah. Zumindest stehen jetzt davon weniger rum. Und vorne sind es auch nur noch zwei. Gut, da weiß man jetzt nicht, ob es vielleicht random ist. Die Anzahl. Halbe Stunde. Scheiße, ich muss hier raus. Achso, der steht da immer wieder so, der steht auf und legt sich wieder da nieder. Kann man hier raus? Wo war das? Das war jetzt auch der Eingang, war jetzt irgendwie ganz komisch. Nee, nicht. Lass doch mal die Fackel an. Das Feuerzeug an. Ist ja schon wieder da. Wieso steht der immer noch? Fällt. Jetzt gucke ich weg. Guck wieder hin. Nee. Gucke weg. Gucke hin. Nee. Er liegt. Er liegt immer noch. Er liegt noch. Er liegt noch immer. Er liegt immer noch. Er liegt. Ich hocke weg. Geh hin. Und er steht. Gut, muss man nicht verstehen. Ich gehe mal hier raus und trödel nicht länger rum. So, Rennen geht momentan nicht. Habe ich mal wieder gut hingekriegt. Oh, manchmal wieder so eine ellenlange Folge. Ich mag es ja wirklich nicht. Oh ja, nur geh doch da mal durch. Gut, aber man muss sich jetzt wirklich ein bisschen wieder ans Spielen gewöhnen. Also. Letztes Mal musste man sich dann gewöhnen, dass es halt ein bisschen härter geworden ist, dass die einem jetzt tierisch auf den Senkel gehen und... Ja, nu geh doch mal. Und vor allem, dass er jetzt an jedem Strohhalm hängen bleibt. So, jede kleinste Kante ist irgendwie zu viel. Und mit jeder kleinsten Kante meine ich auch unsere Stufen zu unserem Baumhaus. Hier wieder das große Schmatzen. Oder sind sie schon irgendwie hier in der Gegend? Wäre ja auch nicht das erste Mal. Okay, erstmal nichts anderes gebaut, sondern erstmal die Hütte wieder genommen. Ach, halt, da kann ich ja nochmal. Die Dinge entsorgen. Und auch gleich mal. Obwohl, die Kanickel behalte ich lieber bei mir. Die hänge ich da lieber hin. Und schau einfach mal, wie das dann ist, wenn man dann nach dem Laden die Kanickel, die meine Tasche hat, hinhängt, ob man dann schneller mal das Essen nehmen kann. Jetzt geh. Und ich speichere erstmal. Und mit diesem Speichern verabschiede ich mich auch für heute, denn gut,
Zum Glück hat man nicht so viel mit Eingeborenen zu tun. Und die, mit denen wir zu tun hatten, die haben wir dann doch einigermaßen von der Platte putzen können. Aber so die Suche auf der Insel war bislang noch nicht so, jetzt nach irgendwelchen Items oder gerade nach diesen beiden Pflanzen, die uns noch fehlen, war es ja nicht so erfolgreich. Da mangelt es dann scheinbar doch noch. So am Spielspaß, muss ich sagen. Aber ich muss mich, wie gesagt, ich gewöhne mich jetzt erstmal an die Situation, wie das Ganze jetzt läuft und schau mal, wie das ist mit dem Borgman. Gefunden haben wir da noch nichts, aber vielleicht muss man noch intensiver suchen. Vielleicht liegen in den Höhlen jetzt die Items rum. Das stand halt in den Patch Notes auch, dass sie auf der ganzen Insel verstreut sind und jedes Mal woanders auftauchen. Muss mal gucken. Ich werde mich auf jeden Fall nicht davon abhalten lassen, weiter zu spielen und auch weiter euch mit Let's Plays voll zu bomben. Das wäre natürlich sehr leid für euch, aber braucht ihr nicht einschalten. Aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr mit dabei seid. Und wie gesagt, gebt mir mal Tipps, was man so alles machen kann. Und wie es in unserem Spielverlauf weitergeht. Würde mich freuen. Bis dann. Bis nächstes Mal. Tschüss. Thank you.